Keto-Zucchini-Schiffchen. Du brauchst 70 Gramm Bacon, den du in Würfel schneidest. Danach nimmst du dir 2 gekochte Hähnchenschenkel, die du dann einfach erstmal klein hackst. Den Bacon brätst du dann zusammen mit einer halben Zwiebel an. Das Ganze kommt dann zum Hähnchen dazu. Gut umrühren und 100 Gramm geriebenen Cheddar hinzufügen. Jetzt nimmst du dir 3 mittelgroße Zucchinis. Die Enden schneidest du weg und teilst die Zucchini der Länge nach in der Mitte durch. Ab hier wird's knifflig. Versuch den mittleren Teil der Zucchini zu entfernen. Natürlich machst du das schöner als ich. So sollte das dann am Ende auf jeden Fall aussehen. Zur Hähnchenmasse gibst du 200 Gramm Schmand und ca. 100 Gramm Frischkäse dazu und würzt das mit Pfeffer, Paprika und natürlich Salz. Gut umrühren und jetzt kannst du die Zucchini-Schiffchen mit der Masse befüllen. Ich sag's dir, die Füllung ist so göttlich gut. Ich habe sie einfach so gelöffelt. Deine Zucchini-Schiffchen kommen dann für ca. eine halbe Stunde bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Das ist das Endergebnis, so gut.